Idag greps tre svenskar som misstänks vara några av huvudmännen bakom en av världens största hemsidor för illegal nedladdning av musik och film. Männen misstänks för brott mot Ja, USA:s regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay stoppades. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer. Major motion picture studios lost an estimated $6.1 billion to piracy. Vita huset pressade den svenska regeringen att ingripa. We applaud the Swedish authorities for doing that. This is an important site for us to get stopped. I fredags var det polisens hemsida som attackerades. Sent igår kväll var det regeringens tur. Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media. Was könnte ein Schuldspruch für The Pirate Bay bedeuten? Gar nichts. Was sollen Sie denn dagegen machen? Sie konnten die Seite nicht einmal abschalten. Sie dürfen es gerne wieder versuchen und wieder scheitern. Nicht Pirate Bay steht morgen vor Gericht. Und soll ein politischer Prozess gemacht werden, weil wir mit The Pirate Bay verknüpft sind. So einfach ist das. Eigentlich geht es morgen nicht um Rechtsprechung, sondern zuallererst um Politik. Etwa die Hälfte des BitTorrent-Verkehrs läuft über The Pirate Bay. BitTorrent macht File-Sharing effizient. Das sind extreme Datenmengen. Genau jetzt sind es zwischen 22 und 25 Millionen User. Ein User wird definiert als ein gerade laufender Up- oder Download. Weitere Fragen? Ja, bitte. Wo ist Frederik? Wissen wir nicht. Er sollte eigentlich hier sein, aber er hat wohl einen Kater. Erste Frage. Wo ist Frederik? Frederik feiert gerne, war meine Antwort. Ich wollte nicht lügen und so tun, als wüsste ich, wo er ist. Ich habe gestern den ganzen Tag versucht, ihn zu erreichen. Ich habe ihn ein paar Mal angerufen und als er endlich dran war, sagt er, weißt du, wo ich bin? Nein, ich bin am Flughafen Arlanda. Aha, wieso denn? Ich hau jetzt ab. Wie bitte? Er sagte, es ginge ihm schlecht. Er habe im Suff ein Ticket nach Kuala Lumpur in Malaysia gekauft. Na klar, das hört sich nach einem Fluchtplan an. Er wollte abhauen, nach Hause zu seiner Freundin nach Laos. Alles andere war ihm egal. Er wollte sich versteckt halten, bis keiner mehr nach ihm sucht. Und dann schreibt er eine SMS. Das war bestimmt die Geheimpolizei. Das Flugzeug ist kaputt. Okay, was machst du jetzt? Ich fahre zurück ins Hotel. Okay, Glück gehabt. Stort Interesse von hela världen idag när fildelningsrättegången startade i Stockholms tingsrätt. Das ist sowas von schwul. Monique Wadstedt? Ja, die Spieleindustrie vertrete ich auch. Spiele, keine Musik, nein. Wir haben die höchsten Schadensersatzansprüche. Ich vertrete einige der großen Filmproduktionsfirmen in Hollywood.
Warner Brothers, Columbia, 20th Century Fox und MGM. Wir haben eine Summe von 10,6 Millionen Euro gefordert. Das ist ein schwindelerregend hoher Betrag. Aber er zeigt, in welchen Dimensionen sich dieses Geschäft bewegt. Alleine 5 Werke innerhalb von 6 Monaten. Der rosa-rote Panther, Syriana, ein Harry Potter-Film, Prison Break und Walk the Line. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, was sie getan haben. Sie haben eine kommerzielle Tätigkeit ausgeübt. Sie haben damit Geld verdient. Diese Art von Vergehen wird mit Gefängnis bestraft. Es geht hier nicht um Peanuts. Fredrik möchte zunächst seine Geschichte erzählen und dann kann der Staatsanwalt übernehmen. Ist das akzeptabel für den Herrn Staatsanwalt? Ja, absolut. Bitte, Fredrik Ney. Ich fange mal damit an, dass ich mich schon lange sehr für Computer und Technik interessiere. Und ganz besonders für das Internet und für Netzwerke. Und dass ich... Ich verliere total den Faden. Ja, den verlieren Sie. Sie interessierten sich immer schon für Technik. Ja, okay. Ja, deswegen bin ich bei Pirate Bay eingestiegen, wegen meines Interesses für die Technik. Ich finde es total klasse, mit dieser ganzen Technologie zu arbeiten. Für mich ist The Pirate Bay eine technische Herausforderung. Eine so große Seite zu betreiben, einen so großen Tracker und der ganze technische Anteil daran, das ist es. Ich kann mit Computern herumspielen, die ich mir privat niemals leisten könnte. Was ich Sie gerne fragen wollte. Ich habe viel in der Presse über Sie gelesen. Sie werden als Computergenie bezeichnet. Wie würden Sie selbst Ihre Kompetenzen beschreiben? Ich besitze eine gewisse technische Kompetenz, ja. Was bedeutet das, verglichen mit anderen? Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Moment, der richtige Ort und der richtige Weg ist, um meinen Lebenslauf zu posten. Aber jetzt bitte ich um eine Antwort. Und ich möchte auf diese Frage nicht eingehen. Ich empfinde sie als suggestiv. Als was? Als sehr suggestiv. Ist die Frage suggestiv? Sie ist sehr schwer zu beantworten. Wie haben Sie Fredrik und Gottfried kennengelernt? Ich kann mich an das allererste Treffen gar nicht mehr erinnern. Es war wohl in irgendeinem Internet-Chatroom. Wann habt ihr euch das erste Mal getroffen? IRL. Wir verwenden den Ausdruck IRL nicht. Wir sagen AFK, aber das ist ein anderes Thema. Daran kann ich mich aber auch nicht mehr erinnern. Wie bitte? IRL? Was bedeutet das? In real life. Wir mögen diesen Ausdruck nicht. Wir sagen AFK, away from keyboard, denn das Internet ist real. So sieht unser Büro aus. Bist du jetzt im Allerheiligsten von The Pirate Bay? Hier sind einige Leute, die bei uns arbeiten. Die arbeiten jetzt gerade dran? Ja, genau. Wo sitzen Sie? In Schweden oder wo? Mal sehen. USA. England. Finnland, glaube ich. Pirate Bay. Das ist der Server. Hier die Datenbank und die Suchfunktion. Und der Tracker ist da drüben. Dieses kleine Teil hier, das ist der Tracker. Der größte Tracker der Welt. Er koordiniert 50% allen BitTorrent-Verkehrs. Das sind nicht so viele Rechner, aber sie haben viel Power und sind gut konfiguriert. Thank you.
Wie fühlt man sich nach einem halben Tag vor Gericht? Naja, ziemlich langweilig bisher. Ich glaube, der Staatsanwalt hat die Strategie, so viel wie möglich zu lügen und das so langweilig wie nur möglich. Daher schlafen wir ganz einfach ein und sind physisch nicht dazu in der Lage, uns zu verteidigen. Ihr sollt eine Menge Geld verdient haben mit der illegalen Verbreitung von Material. Wir haben sicher eine Menge verdient, aber die Webseite hat ja auch eine Menge gekostet. Hey. Hallo. Wir kommen jetzt runter. Lass uns eine Kleinigkeit essen. Okay. Aber nicht vegetarisch. Wie, du arbeitest an der Website, während wir im Gerichtssaal sitzen? Was noch lustiger war, auf meinem Laptop war eine raubkopierte Depeche Mode CD. Er macht gleich für uns auf. Wie zum Teufel schafft es Staatsanwalt Roswald bloß ständig Megabit und Megabyte zu verwechseln? Speicherkapazität misst man in Byte, Übertragungsgeschwindigkeit in Bit, generell gesagt. Es fing eigentlich damit an, dass Gottfried eine Seite hatte namens America's Dumbest Soldiers. Man konnte Noten von 1 bis 10 vergeben. Es gab zum Beispiel amerikanische Soldaten, die im ersten Irakkrieg gefallen waren. Dann konnte man abstimmen, wie dumm sie waren, je nachdem, auf welch dumme Art sie eben gestorben waren. Weder die US-Regierung noch irgendjemand anderes fand das besonders gut. Ich hatte eine Leitung frei und erlaubte ihm, die Seite bei mir laufen zu lassen. Die Leitung war von British Telecom. Irgendwer vom amerikanischen Außenministerium rief den Chef von British Telecom an. Der wiederum rief den Chef des Betreibers in Schweden an, für den ich arbeitete, und der rief mich an. Wir haben also sozusagen direkt von der US-Regierung den Befehl erhalten, die Seite herunterzunehmen. Wir haben uns lange mit denen herumgestritten, bevor wir sie dann doch herunternahmen. Wir meinten, es sei unsere Meinungsfreiheit, eine Parodie, all diese Gesetze, die das schützen. Letzten Endes haben wir sie heruntergenommen, als es uns zu viel wurde. Ungefähr 2 Monate später brauchte Gottfried mehr Bandbreite für The Pirate Bay. Also nutzen wir diese Leitung. Verhör des Angeklagten Peter Sunde. Es beginnt der Staatsanwalt. Stimmt es, dass einer der beschlagnahmten Computer Ihnen gehörte? Ich hatte einen Computer gekauft und dem Piratenbüro geschenkt. Und was ist das? Das ist eine lose strukturierte Organisation, die sich mit dem Internet beschäftigt. Werden auf deren Homepage auch das Urheberrecht und das File-Sharing diskutiert? Bestimmt. Und verhält man sich dort kritisch zur momentanen Ausgestaltung des Urheberrechts? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das sieht wohl jeder etwas unterschiedlich. Was ist Ihre Meinung? Schwer zu sagen. Es kann in gewisser Hinsicht problematisch sein. In welcher Hinsicht? Dass wir heute hier sein müssen, zeigt, dass es ein Problem gibt. Zunächst einmal glaube ich nicht daran, dass gewöhnliche Jugendliche das Urheberrecht für falsch halten. Das ist ein Mythos. Diese Copy-Me-Sekte ist sehr tüchtig darin gewesen, diesen Mythos zu vermarkten. Det är ju...
Das Piratenbüro entstand im Sommer 2003. Das war zu der Zeit, als die Plattenindustrie in den USA Napster verklagt hatte. Und die Pharmaindustrie hatte den südafrikanischen Staat dafür angeklagt, Medizin gegen HIV kopiert zu haben. Der Name kam fast wie von selbst. Piratenbüro. Nicht, weil wir zur Piratenromantik neigten, also mit Augenklappe und sowas. Das war uns egal. Aber da es bereits ein Anti-Piraterie-Büro gab, wollten wir zeigen, dass wir der aktive Part in diesem Konflikt waren. Das Anti-Piraterie-Büro ist der reaktive Part. Hey, hier ist Konstantin von Antipiratbyrån. Wir haben fått ein Tipps, om att du säljer kopier här inne. Sie haben ihr Geschäft auf den Verbrechen anderer aufgebaut. Drumherum haben sie eine Industrie mit Anzeigen, Pornowerbung und so weiter angesammelt und erreichen Einkünfte, von denen man ganz gut leben kann. Wenn man sich Untersuchungen anschaut, warum die Leute Dateien tauschen, dann zeigt sich, dass sie das nicht tun, weil sie Teil einer Gemeinschaft seien oder die Piratenbewegung ideologisch unterstützen wollen. Es gibt für sie nur zwei Gründe. Es ist einfach und es ist umsonst. Daneben gibt es eine kleine Clique von Leuten, die es aus Gründen der Meinungsfreiheit machen. Sagen sie jedenfalls. Wir haben stets die Linie vertreten, dass die Website ganz leer sein soll und erst von den Benutzern selbst geschaffen wird. Wir mischen uns nicht in das ein, was dort hochgeladen wird. Wegen der Meinungsfreiheit? Ich würde das eher aus einer rein technischen Perspektive als einen einfachen Vermittlungsdienst betrachten. Ein Vermittlungsdienst? Ja. Zur Kommunikation? Ja. Mir ist die Ideologie hinter der Raubkopiererei oder dem Urheberrecht egal. Die Politik auch. Ich finde es nur verdammt cool, eine so große Seite zu betreiben. Was ist die Bedeutung von The Pirate Bay? Es trägt zur Demokratisierung bei und schafft gute Voraussetzungen für die Meinungsfreiheit. Was hat das mit urheberrechtlich geschütztem Material zu tun? Pirate Bay macht es dem Einzelnen möglich, Material zu teilen. Selbst wenn es urheberrechtlich geschützt ist. Das ist ein bedauerliches Folgeproblem davon. Das muss man diskutieren. Worauf hoffst du? Ich hoffe, dass wir nicht ein vollkommen überwachtes und eingeschränktes Internet bekommen. Die größte Frage derzeit ist wohl, ob die Urheberrechtsindustrie dem Internet nicht ein Grab gräbt. Sie nehmen keine Rücksicht auf den gesellschaftlichen Nutzen eines freien Netzes. Das größte Problem ist wohl, dass alte Menschen diese Firmen führen. Sie wissen, wie man früher Geld verdient hat. Sie haben Angst vor Veränderung. Die sind wie die Amish. Sie wollen keine Elektrizität. Sie wissen, wie man ohne zurechtkommt. Glauben Sie, dass jemand einen Film, den er heruntergeladen hat, später im Laden noch kauft? Ob er sich den nochmal kauft? Ja, oder anderweitig legal erwirbt. Gut möglich. Das hängt von der Qualität ab. Ob er sich dafür interessiert und eine gute Qualität haben will. Oder ob die DVD Bonusmaterial enthält. Man muss den Wert der Produkte, die man verkaufen will, steigern. Dann funktioniert das gut als Marketing, wenn man sein Geschäftsmodell an die neue Welt anpasst. Vielen Dank. Wir haben Ihr Institut nur angerufen, weil wir keinen vollständigen Lebenslauf von Ihnen finden konnten. Sie haben angegeben, dass Sie dort Professor sind. Am Institut sagte man mir, dass Sie dort nur zeitlich begrenzt Gastdozent seien. Das ist der Hintergrund für diese Fragen. Wissen Sie, wie man Google verwendet? Ja. Dort kann man sehr leicht einen Lebenslauf von mir finden. Ich dachte, wir hätten diese Frage bereits erledigt. Das dachte ich auch. Dann sind wir uns einig. Damit wäre diese Frage erledigt. Danke, Herr Vorsitzender. Als Sie diese Position bekamen, gab es Konkurrenten für diese Stelle? Ich dachte, wir hätten diese Frage erledigt, Herr Vorsitzender. Bitte beantworten Sie diese Frage. Hätten Sie die Freundlichkeit, auf die Frage zu antworten? Ich habe keine Ahnung. Ich wurde gebeten, mich zu bewerben. Ich wurde berufen. Also, jetzt sind wir schon wieder bei dieser Sache. Ich habe exakt dieselben Auswahlverfahren durchlaufen wie jeder andere Professor an der Königlich-Technischen Hochschule. Alle meine Publikationen mussten eingereicht werden. Drei Professoren und zwei internationale Experten saßen in der Kommission. Sie befanden, dass ich die richtige Person für diese Stelle sei. Danke sehr.
Es ginge schneller, wenn Sie nur auf die Fragen antworten würden. Wie tief kann man denn noch sinken? Sie haben eben Angst vor den Resultaten Ihrer Forschung. Sie haben keinen Angriffspunkt, also attackieren Sie auf der persönlichen Ebene. KTH, Königlich Technische Hochschule. Professor Roger Wallace. Ich finde es krank, die akademische Welt so zu attackieren. Aber es ist nicht das erste Mal. Ich habe unglaubliche Geschichten über Professoren in den USA gehört, die gesagt haben, vieles deute darauf hin, dass File-Sharing positiv für die Branche sein könnte. Die sind mit der Peitsche verjagt worden. Schade, dass diese amerikanischen Methoden nun nach Schweden kommen. Benötigen Sie eine Reisekostenentschädigung dafür, dass Sie heute hier erschienen sind? Sie können meiner Frau gerne ein paar Blumen schicken. Sie hat mich die letzten Nächte wach liegen sehen. Leider lässt das Budget des Gerichts dies nicht zu. Es ist jetzt 2 oder 3 Tage her, seit ich vor Gericht war, und ich schaue mir die Blogs rund um die Welt durch. Hier ein Blog aus den USA. Torrent Freak. Pirate Bay Zeuge mit Blumen überschwemmt. Eine Menge sehr netter Leute schreibt mir, endlich jemand aus der älteren Generation. Nun ja, ich bin ein alter Mann, der zu verstehen scheint, wie wir denken. Ich möchte hier auch als Komponist, der ich bin, auf etwas hinweisen. Ein Song, den ich geschrieben habe, half uns, unser erstes Haus zu kaufen. Ich unterstütze das Copyright, aber nur, wenn es wirklich die Funktion erfüllt, Kreativität zu stimulieren. Oder wenn es ein wirtschaftlicher Ansporn ist, ein Anstoß, kreativ zu werden. Nicht die Art, wie sich das Copyright jetzt als riesiger Kontrollmechanismus für Leute entwickelt, die auf großen Mengen an Rechten sitzen. En polisman som jobbat med brottsutredningen kring fildelarsajten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. I ett mejl från Warner Brothers Entertainment säger man bland annat att de uppgifter som förekommit i media om en förmodad intressekonflikt är ren spekulation. Er hat seine Wohnung verkauft und im August ein Haus gekauft, nachdem er erfahren hatte, dass er den Job bekommt. Ich war sehr traurig, dass sie nicht untersucht haben, womit er sich eigentlich beschäftigt hat. Darüber weiß ich nicht das Geringste. Das Beste wäre, wenn Sie das Material, das Sie haben, der Polizei übergeben. Das habe ich getan, aber Sie haben die Sache fallen lassen. Das sei nicht interessant genug, meinten Sie. Dann kann ich auch nichts machen. Das Einkommen, das er in dem Jahr beim Finanzamt angegeben hat, lag über seinem üblichen Polizistengehalt. Kapitaleinkünfte in Höhe von ca. 100.000 Euro. Dieser Prozess wird immer bizarrer. Ich glaube, bei Pirate Bay ist wieder der Strom weg. Warum verwendest du denn automatische Sicherungen? Die nimmt man doch nicht. Weil sie auf den elektronischen Teilen sitzen. Wenn so eine Sicherung 5-mal durchknallt, dann muss man sie austauschen und dafür den ganzen Strom abstellen. Meine Laptops gehen nur kaputt und ich schaffe es kaum, irgendwelche Aufkleber draufzukleben. Auf einen habe ich Gin Tonic geschüttet, auf einen anderen Bier und über einen bin ich gestolpert und dabei ist der Bildschirm zersprungen. Gibt es hier WLAN? Ja, das Netz heißt Bambusa. Funktioniert es nicht? Ach, verdammt! Schrei nicht so rum. Ich habe Entzugserscheinungen. Ich war den ganzen Tag nicht im Netz. Auf Seite 24. Da haben Sie eine E-Mail bekommen. Die leiteten Sie an Gottfried und Peter Sunde weiter. Warum? Habe ich nicht. Alle Nachrichten, die DMCA in Großbuchstaben enthalten, werden automatisch an Gottfried und Peter weitergeleitet. Ich habe eine Menge Abkürzungen in meinem Filter. Die Mails werden dann automatisch weitergeschickt. Wer hat diese Abkürzungen dort einprogrammiert? Ich. Und warum? Weil eine Menge Spam reinkommt. In welcher Hinsicht betrachten Sie eine Mail mit dem Betreff Urheberrechtsanspruch als Spam? Spam ist eine Mail, die mir jemand zuschickt, die ich nicht bestellt habe und für die ich kein aktiver Empfänger bin. Wir haben von Frederick Ney gehört, dass,
Sobald eine Mail von irgendeinem Rechteinhaber einging, diese automatisch von seinem Rechner an Sie ging. Ist das richtig? Da niemand in der Lage war, die Benutzer zu kontaktieren, die das Material hochgeladen hatten, wurden diese Beschwerden ignoriert oder mit mehr oder weniger gut gewählten Formulierungen beantwortet. Warum haben Sie die Antworten geschrieben? Ich kann mich besser schriftlich ausdrücken als Frederick. Aber eine solche Anfrage veranlasste nichts weiter als Spott und Hohn. Etwa die ersten 100 Mal führten zu der Antwort, nein, kontaktiere den, der die Datei hochgeladen hat und nicht uns. Und die nächsten 100 Male? Da hatten wir die Nase voll. Die Firma PRQ war wohl eine Art Webhotel, nicht wahr? Ja, es war ganz neu gestartet und war gerade im Aufbau. Habe ich richtig notiert, dass der Staatsanwalt sagte, 195 Server seien beschlagnahmt worden, wovon 11 The Pirate Bay gehörten? Ja, 11 oder 13, ich weiß es nicht mehr genau. So geht das nicht. Das ist ein regelrechter Rechtsverstoß. Sich auf eine Firma zu stürzen, die nichts mit The Pirate Bay zu tun hat, nur weil die Eigentümer The Pirate Bay auf Hobbybasis unterstützt haben. Dank der Razzia bekam PRQ ja sehr viel Aufmerksamkeit. Und alle wussten, dass wir nie etwas an die Polizei verrieten. Zum Beispiel ist unsere gesamte Kundendatenbank verschlüsselt. Die Polizei beschlagnahmte alle Server, aber sie haben nie irgendeine Kundeninformation herausbekommen. Als The Pirate Bay nach der Beschlagnahme vom Netz ging, hatten sie keine Server? Das stimmt. Sie waren nach 3 Tagen wieder online. Wie sind Sie an Server gekommen? Wir haben Server von einer Firma namens Enforce in Holland geleast. Das ist ein Co-Location-Unternehmen. Wie wurde das aufgenommen? Mit Jubel. Ich komme sofort. Ihr seid die ganze Zeit gegen mich gewesen. Ich bekomme Briefe von euren Anwälten, Danowski und so. Ein schwedisches Gesetz kann dich nicht schützen. Der Arm des amerikanischen Gesetzes wird dich packen. Er schickt Privatdetektive hinter uns her. Bei mir standen die 2-mal vor der Tür. Davon weiß ich nichts. Aber du wirst leider die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Es ist deine Branche. Das kann die Filmbranche gewesen sein. Nein, es war die Musikbranche. Musik und Film sind nicht interessant für Pirate Bay. The Pirate Bay ist ein normaler Dienstleister, um alle Arten von Dateien zu vertreiben. Darum ist es so dumm, wenn die Leute sagen, The Pirate Bay will illegale Dateien verbreiten und dabei geht es nur um Musik. Das klingt so wie, meine Welt ist so klein. Das ist der Grund, warum ihr verliert. Stattdessen könnten wir auch sagen, File-Sharing ist in Ordnung und wir könnten einen Weg suchen, wie Künstler Geld verdienen können. Wir denken ja, dass File-Sharing okay ist. Dann verklagt doch nicht alle, die es nutzen. Das tun wir auch nicht. Am liebsten würden wir niemanden verklagen. Wir möchten nur gerne, dass die Leute in Schweden das Urheberrecht respektieren. Was war Ihrer Auffassung nach das Ziel von The Pirate Bay? Über solche Dinge wie Ziele haben wir nie geredet. Ob es darum ging, die Gesetzgebung zu reformieren oder einige Amerikaner zu verärgern, ich weiß nicht, was Ihr Ziel war. Aber für Frederick, mit dem ich zu tun hatte, sollte es die größte Website dieser Art werden. Es sollte die größte ihrer Art in der ganzen Welt werden. Daher war es auch mein Ziel. Gut, die größte Website der Welt. Das mag ich. Världens största sajt, det gillar jag. Pirate Bay. Och vem finansierar det? Vem som finansierar sidan? Till börja med.
Ja, alltså vi har haft annonser på vår sida som har dragit in pengar som vi har köpt. Du hade en kille som heter Lundström, va? Som hjälpte till med pengar. Ja, vi var sponsrade i början av ett företag som heter Rikstelekom. Och vad hade han för syfte? Han kanske såg det som gratis reklam för hans företag. Carl Lundström är en intressant person. Mm. För han står ju bakom flera av de här organisationerna på högerkanten. Carl Lundström som du pratade om, han har tydligen gett pengar. Men svara på frågan, har han företrätt de här organisationerna? Ich habe es echt satt, dass uns alle als Rechtsextremisten ansehen. Ich bin sauer und verletzt darüber. Mein Bruder wurde als Anarchist verurteilt. Er stand selbst vor dem Amtsgericht, um sich und seine Ansichten zu verteidigen. Und wir standen beide auf der Todesliste des Weißen Arischen Widerstandes. Da fühlt es sich schon verdammt merkwürdig an, wenn einem unterstellt wird, eine solche Bewegung mitgegründet zu haben. Das ist verdammt hart. Ich kann nur für mich selbst verantwortlich gemacht werden. Wenn man ein bisschen Einfluss auf die Leute hat, wenn sie einem zuhören, dann muss man diese Position auch dazu nutzen, etwas Gutes zu tun. Wann wurden Sie Sprecher von Pirate Bay? Das ist ja kein offizieller Titel. Es war eher eine Funktion, die ich bekommen habe. Niemand wollte das anpacken. Ich fand es aber wichtig, darüber zu sprechen, dass Pirate Bay etwas Wichtiges tut. Und weil kein anderer wollte, habe ich es halt gemacht. Wie würden Sie Peter Sundes Rolle in dieser Zeit beschreiben? Er kam mit an Bord, als wir ein öffentliches Gesicht brauchten. Denn Frederik und ich, wir machten uns nicht so gut in der Öffentlichkeit. Hatte er mit dem Betrieb an sich zu tun? Nein. Oder mit dem Design? Nein, auch nicht. Finanzierung? Nein. Ah, das ist AIM. Du hast mir gesagt, es sei MSN. Was ist da der Unterschied? Es sind zwei verschiedene Netze. Etwa so, wenn ich auf IRC bin und du bist auf dem FNET. Was ist da der Unterschied? Na, hör mal. Das war doch das Museum für moderne Kunst. Du bist super laut. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Ich bin halb taub. Ist doch klar, dass ich laut rede. Du sprichst so verdammt laut, davon werde ich noch taub. Er will sein Elend weiter verbreiten. Warum hörst du so schlecht? Sex, Drogen und Industrie. Sex? Ich habe von deinen Sex-Stories gehört. Was kostete ein Banner? Jetzt fragen Sie wieder nach spezifischen 5 Jahre alten Zahlen. Darauf kann ich nicht antworten. Ich kann sicher einige Beispiele heraussuchen, wenn ich einen Tag Zeit bekomme. Aber ich wage nicht, irgendwelche exakten Zahlen einfach so anzugeben. Circa 400 Euro die Woche. Könnte das ein angemessener Betrag sein? Das klingt auf jeden Fall nach der richtigen Größenordnung. Das ist also die richtige Größenordnung. Gab es irgendeine Absprache, wie die Werbeeinnahmen aufgeteilt werden sollten? Darüber weiß ich nichts. Dazu wissen Sie nichts? Nein. Ich bin so verdammt müde. So wirst du nun 5 Jahre lang leben. Bist du Kafka oder was? Es fühlt sich echt an wie der Prozess. Vielleicht wache ich eines Morgens als Gregor Samsa auf und kann nicht zur Arbeit gehen, weil ich ein großer Käfer geworden bin. Wann fährst du zurück nach Kambodscha? Sobald dieses Elend hier vorbei ist. Das ist ein Geheimnis. Wie denken Sie generell über den Fall? Schön, wenn es endlich vorbei ist. Morgen dauert es nur den halben Tag. Dann kommen noch die Schlussplädoyers und dann sind wir fertig. Wie viel Geld fordern Sie? Sie wollen etwa 20 Millionen Euro an Schadensersatz. Na dann mal viel Glück, um dieses Geld bei mir zu finden. So viel besitze ich nicht. Wenn Sie wüssten, dass unser gesamtes Büro ein Chatroom im IRC ist, würden Sie es nicht glauben. Stattdessen stellen Sie Fragen über Firmen und Verträge. Wir haben schon versucht, uns zu organisieren, aber wir sind jedes Mal gescheitert.
Ich glaube, dass sie die Idee einer Organisation, die keinen Boss hat, überhaupt nicht erfassen können. Die Leute haben keine Ahnung, wie klein wir sind. Wir sind nur ein paar Typen in einem Chatroom. Ich habe den Gewinn des Unternehmens auf mindestens 140.000 Euro geschätzt. Ich habe die Zahlen zu niedrig angesetzt. Svartholm Bark gab in seinem Verhör an, dass der Preis pro Woche für eine Anzeige auf Pirate Bay bei 400 Euro lag. Ein Gutachten des staatlichen kriminaltechnischen Labors zeigt, dass im Moment der Beschlagnahme bis zu 64 Anzeigen geschaltet waren. Nach einer einfachen mathematischen Rechnung hat man also 400 Euro multipliziert mit 64, das macht 25.600 Euro pro Woche. Multipliziert man diesen Betrag mit 52 Wochen pro Jahr, lagen die Einnahmen bei 1,3 Millionen Euro. Demnach ist The Pirate Bay nicht idealistisch, sondern es ist ein rein kommerzielles Unternehmen. Viermal 400 Euro pro Woche. Mal 52 macht 83.200 Euro. Das ist ja gigantisch viel. So viel haben wir in der ganzen Zeit nicht bekommen. Wenn man mit der richtigen Zahl der Banner rechnet, also 4 statt 64, kommt man auf eine viel angemessenere Zahl. Aber man hat ja alles Mögliche falsch berechnet. Wenn Roswald sagt 4 Werbeplätze, meint er 64 verschiedene Annoncen oder 4-mal die Anzahl der Seiten? Ja. Ist er denn komplett wahnsinnig? Psst. Er steht genau hinter dir. Wir sollten eine Bambusa-Pressekonferenz geben. Ach nein. Sie nennen uns in einem Wort organisiert. Sie verstehen nicht, wie lächerlich das ist. Das sind wir am allerwenigsten. Wir sind viel eher unorganisierte Kriminalität. Meinen Sie für sich oder für Sie alle? Ich glaube, Sie werden verurteilt. Denken Sie? Ja. Mach ein Bild von Monique. Sie besitzt ja das Urheberrecht daran. Jetzt gehe ich. Tschüss. Brauchen Sie Hilfe? Das ist die einzige Hilfe, die Sie je von mir bekommen werden. Danke, wie nett. Ich bin nett. Ich besitze auch noch meine Seele. Jetzt komm schon, Frederik. Wir müssen ausrechnen, wie viel Geld wir verdient haben. Fangen wir mit einer Exponentialfunktion an. Aber du kannst das Ganze mal 64 nehmen. Ja, und für n wählen wir eine zufällige Zahl. Zwischen 100 und 52.000. Schreibst du deine Codes auf Schwedisch? Dann nimmst du die Quadratwurzel und dann weiß man, wie viel Moniques Seele wert ist. Svaret. Das Ergebnis? Mach das bloß mathematisch korrekt. Nein, nicht Pi. Er ist einfach nur blöde. Okay, du bekommst ein paar Credits. Das sitzt in meinem Bewegungsgedächtnis. Ich kann die Zahl schreiben, aber nicht von Hand. Ich brauche eine Tastatur. Also was macht ihr alle am 17. April um 11 Uhr? Steht ihr vor dem Gericht Schlange? 11. Das ist dann 17 Uhr Ortszeit. Das habe ich auch gerade gedacht. Gottfried, kannst du dich hier hinsetzen? Nein, ich habe nicht vor, bei irgendeiner verdammten Pressekonferenz dabei zu sein. Es ist auf Englisch. I'm so fucking tired of fucking press conferences and fucking cameras and fucking bullshit. Setz dich trotzdem hier hin. Nein.
Okay, hallo ihr alle. Ich habe hier bei mir einige der Jungs von The Pirate Bay. Nehmt euch Zeit und stellt ihnen Fragen. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Ich wusste nicht, dass wir dermaßen langweilig sind. Du bist so langweilig, weil du nicht dazugehörst, weil du gar nicht hier sein willst. Film ihn. Ja, aber wie gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich mach mir auch keine. Wir hören uns dann. Tschüss. Papa war nervöser als ich. Domen kommit till Pirate Bay-målet och vi är på plats, klockan är 11. Det blir alltså fängelse i ett år för alla de fyra åtalade. Brottet heter, läser jag här, medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Men alltså fällande dom, fängelse i ett år är påfällande. Das ist doch total krank. Das muss doch wohl ein Scherz sein. Mama, beruhige dich. Das wird nicht so kommen. Es wird 5 Jahre dauern, aber nun beruhige dich. Das sind Politiker, die im Amtsgericht. Wir nennen es nicht umsonst Würfelgericht und nicht Amtsgericht. Beruhige dich doch. Ich kann jetzt nicht reden, ich muss mir die Pressekonferenz anschauen. Okay, mach's gut. Jag tingsrätten har idag klockan 11 meddelat dom i det så kallade Pirate Bay-målet. Och i målet uppskattat skadeersättningarna till sammanlagt drygt 30 miljoner kronor. Fuck you. Der kriegt jetzt wohl einen super Job in Hollywood. I'll come back to you. Alltså det är ju helt galet. Hallo? Tidernas hetaste sätt. Okay. No, but I don't have the time right now. Nein, ich habe gerade keine Zeit. Also ich muss ablehnen. No, actually, I'm the only one. Ich bin der Einzige, der gerade in Schweden ist. Die anderen sind jetzt irgendwo in der Wüste oder im Dschungel. No, they're not gonna send us to jail. Nein, sie werden uns sowieso nicht ins Gefängnis stecken. In Schweden läuft es so, dass sie gar nichts machen können, bis wir nicht mehr in Revision gehen können. Ja. Wie nennen wir es? LOL. 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 Für die LOLs. Wenn wir in einem Film wären, dann wäre das der Punkt, wo die Helden den schlimmsten Rückschlag erlebt haben. Wie ein Karate Kid. Er wird ein wenig gemobbt und dann wird er verprügelt. Wir haben etwas Haue bekommen. Danke, Hollywood. Ihr habt uns doch beigebracht, dass am Ende immer die Guten gewinnen. Insgesamt wollten sie etwa 11,4 Millionen Euro, richtig? Und jetzt haben sie 3,4 Millionen Euro bekommen. Ja, aber sie hätten genauso gut 1 Milliarde bekommen können. Das macht keinen Unterschied. Wir können und würden auch nicht zahlen. Das Urteil empört mich bis ins Mark. Es wird in einer höheren Instanz keinen Bestand haben. Ich werde über den Bach, den Fluss, den Atlantik schwimmen, wenn es sein muss, um eine Revision zu erreichen. Das werde ich so nicht akzeptieren. Es ist von großer Bedeutung, dass wir dieses Signal gesetzt haben. Es ist sehr wichtig, dass wir das Vertrauen in Schweden als Rechtsstaat wiederherstellen. Domaren i Pirate Bay-målet anklagas för jäv och idag ställs krav på att hela rättegången ska tas om. Ich habe gestern Abend die Nachricht bekommen, die heute wie eine Bombe geplatzt ist. Der Vorsitzende Richter im Pirate Bay-Prozess ist Mitglied in Vereinen, die sich in Urheberrechtsfragen engagieren. Es sind dieselben Vereinigungen, denen die Anwälte der Klägerseite angehören.
Natürlich bin ich erschrocken und entsetzt. Warum haben Sie das dem Gericht nicht mitgeteilt? Gute Frage, ich habe es nicht getan. Ich verstehe haargenau, was die gedacht haben. Meine Kumpels werden super froh sein, wenn ich in ihrem Sinne urteile. Das ist doch lächerlich. Ich wusste nicht, dass es so schlecht um das schwedische Rechtssystem steht. War die Entscheidung richtig? Darüber müssen andere urteilen. Das hier ist Thomas Nordström, der Richter. Er ist Richter im Amtsgericht. Er ist Mitglied in der schwedischen Vereinigung für Urheberrecht. Darum geht es. Er sitzt auch im Vorstand der schwedischen Vereinigung für den Schutz industrieller Rechte. Diese beiden Organisationen haben eine gemeinsame Zeitung, die Zeitung für nordischen immateriellen Rechtsschutz, NIR. Sämtliche Anwälte, die die Mitankläger vertreten haben, Peter Danowski, Henrik Pontén und Monique Wattstedt, sind ebenfalls Mitglieder dieser Vereinigung. Er scheint also mittendrin zu stecken. Jedenfalls lässt die Grafik sehr darauf schließen. Ich kann nicht beurteilen, ob er befangen war oder nicht. Aber allein die Tatsache, dass er diese Information unterschlagen hat, bedeutet, dass er als Richter für diesen Prozess nicht geeignet war. Daher kann man auch das Resultat in Frage stellen, weil alles so aussieht, als sei er befangen. Hier ist meine Raubkopie. Ich habe ein Virus. Ja, du hast ein Virus. So ist das immer bei The Pirate Bay. Chaos und Betrug. Vorigen Montag kam ein Beschluss vom Amtsgericht Stockholm, Abteilung 5, deren Leiter Thomas Nordström ist. Die Firma Black Internet, die der ISP vom ISP von Pirate Bay war, darf das nicht länger machen. Wenn sie Pirate Bay dennoch Zugang geben, müssen sie 57.000 Euro pro Tag Konventionalstrafe zahlen. Das gab natürlich ein großes Trara. Sie versuchen es mit juristischen und wir mit technischen Tricks. Es ist die ganze Zeit ein taktisches Spiel mit ungleichen Waffen.
Wir haben gemerkt, dass Pirate Bay down war. Also haben wir herumgesucht. Wir haben ja immer Backups. Dann fiel mir ein, dass die Piratenpartei sich auch als Internet-Service-Provider hat registrieren lassen. Sie setzen sich für eine veränderte Sicht auf das Urheberrecht ein, für ein offenes Internet und freien Zugang zur Kultur. Wenn wir also bei der Piratenpartei unterkämen, würde das bedeuten, wenn jemand deren Leitung kappt, dann nimmt er die gesamte Piratenpartei gleich mit vom Netz. Das heißt, eine politische Partei, die Schweden im Europäischen Parlament repräsentiert. Das wäre dann politische Zensur auf allerhöchstem Niveau. Wenn man bei der Piratenpartei Kunde ist, ist man politisch geschützt. Man könnte sagen, man bekommt diplomatische Immunität. Efter dagar av spekulationer så kan Rapport nu avslöja att Piratpartiet tar över ansvaret för säkerhet och drift av sajten WikiLeaks dataservrar. WikiLeaks kopierade ju. Die Piratenpartei hat mit WikiLeaks genau das gleiche gemacht wie mit The Pirate Bay und so alles weiter am Laufen gehalten. WikiLeaks stand unter dem Schutz einer politischen Partei, einfach weil sie denselben Internetanschluss nutzten. Alle Leaks, die auf WikiLeaks veröffentlicht wurden, kamen auch zu The Pirate Bay, weil es dort keine Zensur gibt. Weil Gottfried gut mit Technik, Verschlüsselung und all solchem Kram ist, hat er bei verschiedenen wichtigen Projekten mitgeholfen. Unter anderem bei diesem Collateral Murder Film, der WikiLeaks in der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Julian schätzt Gottfried sehr. Ich weiß noch, wie Gottfried meinte, es gibt einen neuen Kunden, WikiLeaks. Die brauchen Hilfe, weil sie mehr denn je attackiert werden. Ich weiß noch, zum ersten Mal waren wir in Kontakt, als wir eine Rechnung bezahlen mussten. Und niemand, das war ja das ständige Problem, konnte sich an diese bescheuerte Kundennummer erinnern. Und niemand wollte am Telefon etwas dazu sagen. 2008 bin ich dann nach Schweden geflogen, um die Rechnung in bar zu bezahlen. Gottfried sagte doch immer, er wolle kein Geld von WikiLeaks. Ich bin jedenfalls hingeflogen und habe für etwas mehr als ein Jahr im Voraus bezahlt. Julian kam auch. Wir arrangierten ein Treffen mit Gottfried, um das Geld zu übergeben. Das war eine der verrücktesten Geschichten in meinem Leben. Weirdest incidents in my life. He came to the hotel and he had someone waiting outside in the car. Gottfried kam zum Hotel und ließ draußen jemanden im Auto warten. Sie hatten wohl verabredet, dass er sich immer in der Nähe eines Fensters aufhalten würde. And he stood there in this lobby. Da stand er nun in dieser Lobby mit seinen langen Haaren und er sah wirklich total merkwürdig aus. Er benahm sich wirklich sehr merkwürdig. Alle halbe Minute drehte er sich um, um nachzusehen, ob der Kerl in dem Auto noch da war. Julian und ich wollten eigentlich gern noch ein bisschen abhängen. Also fragten wir ihn, ob er mit drauf aufs Zimmer kommen wollte. Es wäre doch besser, als in einer Hotellobby herumzustehen. Und er immer nur, nein, das geht nicht. Ich kann nicht weg hier. Und drehte sich die ganze Zeit um. Die Geschichte habe ich noch nie gehört. Dann gaben wir ihm das Geld, sprang ins Auto und sie fuhren davon. Wir dachten nur, okay, das war unser ganzes Treffen mit PRQ. Ganz herzlich willkommen, Peter Sunde. Peter, erste Frage. Sind Sie ein Killer, der eine gesamte Industrie ruiniert hat? Ich wünschte, ich könnte das von mir behaupten, aber das hat sie schon selber getan. Gegen Sie läuft ein Gerichtsverfahren. Nur eins? Ich weiß nicht, wie viele, aber es sind so einige Diskussionen im Gange. Sie haben eine neue Idee. Flatter, reden wir darüber. Sie hat sich aus Diskussionen entwickelt, die wir bei The Pirate Bay hatten. Es gibt zwei Seiten. Die eine meint, es gibt kein wirkliches Problem damit, dass die Leute runterladen. Die anderen sagen, wir verdienen kein Geld im Internet, also können wir nicht überleben und das ist ein Problem. Nichts ging wirklich voran. Können Sie kurz erklären, was Flatter ist, wie es funktioniert? Als Nutzer kann man Geld auf ein Benutzerkonto laden. Man entscheidet, wie viel Geld man pro Monat ausgeben möchte. Dann gibt es kleine Buttons, die sogenannten Flatter-Buttons. Sie sehen aus wie die Gefällt-mir-Buttons bei Facebook.
Wenn man die anklickt, registrieren wir das bis zum Ende eines Monats. Und am Ende des Monats zählen wir die Klicks und teilen das Geld gerecht unter allen auf. Wo geht das Geld hin? Zu den Urhebern. Das ist das Konzept. Idag startade rättegången i Svea hovrätt mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay. Na dann, lass uns mal wieder die Hände schütteln. Ihr seid ja ganz schön angeschlagen. Hat euch die Grippe erwischt? Ich bin total durchgeschwitzt. Ein Auto zu mieten kostet ca. 300 die Woche. Wirklich? Ich habe das da für 450 Euro gekauft. Jetzt habe ich es für 6 Wochen. Ist das legal? Ja, ich habe sogar die Steuer bis Dezember bezahlt. Aber über Strafzettel mache ich mir bei 5,7 Millionen Euro Schulden keine Gedanken mehr. Zum Berufungsgericht bitte. Kommt Gottfried? Sehr unwahrscheinlich, außer er beamt sich her. Er schrieb heute Morgen, dass er mit einer Virusinfektion in einem Krankenhaus in Kambodscha liegt. Aha. Ja, es ist höchst unwahrscheinlich, dass er kommt. Habt ihr noch andere laufende Prozesse? Ja, es gibt ja noch die Zivilprozesse und die ganzen Sachen mit Konventionalstrafen. Wie viele sind es eigentlich? Einer in Italien, einer in Holland, einer in Dänemark, da sind wir aber nicht vorgeladen. Einer in Norwegen, da sind wir auch nicht vorgeladen. Kuwait, Irland, noch was? Was ist für dich das Wichtigste an diesem Prozess? Ich denke, es geht vor allem darum, wie die Gesellschaft aussieht und wie sie aussehen sollte. Man sollte nicht nur danach gehen, womit große Unternehmen noch mehr Geld verdienen können. Wie fühlst du dich? Du hast 8 Tage vor dir. Es ist langweilig, wenn man es nur per Video verfolgen kann. Du wolltest dich selbst verteidigen, was aber nicht zugelassen wurde. Was sagst du dazu? Ich finde, dass diese neue Prozessordnung sehr schlecht ist, weil man kein neues Material einbringen darf. Eigentlich müsste man gar nicht mehr herkommen. Man hätte einfach das alte Material nehmen und auf Grundlage dessen neu urteilen können. Hallo, wie schön, dass du gekommen bist. Wie geht's? Ich bin richtig krank. Warum zum Teufel gibst du mir dann die Hand? Er ist auch krank. Was hast du denn? Erkältung, Augenentzündung und ich habe die letzte Nacht kaum geschlafen. Ich habe gerade eine SMS von Gottfrieds Mutter bekommen. Was hat sie geschrieben? Dass er noch in Kambodscha ist. Er ist ziemlich krank, sehr krank eigentlich. Ja, er hat auch früher schon Probleme gehabt. Wenn man ihn sieht, denkt man nicht als erstes an Gesundheit. Was machst du jetzt? Ich betreibe Websites. In Kambodscha und in Thailand? Das ist das Internet. Man kann überall arbeiten, solange man Zugang hat. Åklagaren Håkan Rosvall anklagar de åtalade för lagtrots eftersom de fortsatt att driva sajten även efter tingsrättens fällande dom. Och han vill att den domen på 1 års fängelse för alla 4 ska stå fast. Jetzt befindet sich das Tunnelnetzwerk in Pionen bei der Piratenpartei. Der Pionen ist so ein Angeberbau im Apple-Stil.
Das Tunnelnetzwerk ist der Eingang vom Internet zu The Pirate Bay. Danach geschieht alles irgendwo im Hintergrund. Auf den richtigen Servern, die versteckt sind. Jetzt sind wir auf dem Weg zum richtigen Berg. Das ist ein teurer Tisch. 6 Prozessorkerne? 12 Kerne. Ja, 4 CPUs mit 12 Prozessorkernen. Hier, The Pirate Bay. Das ist schon alles. Wir segeln ein effizientes Schiff. Wo sitzen die jetzigen Betreiber von The Pirate Bay? Weiß ich nicht. Frag mal bei der Piratenpartei nach, die stellen ja die Bandbreite momentan zur Verfügung. Der Besitzer hat noch ein- oder zweimal gewechselt, nachdem wir die Seite weitergegeben haben. Ich komme da gar nicht mehr mit. Wir vermissen das Engagement der Piratenpartei wie vor dem Amtsgericht, mit Bussen und so weiter. Die Busse waren vom Piratenbüro. Ach so, das war das Piratenbüro mit Trompeten, Fahnen und all dem. Die scheinen uns vergessen zu haben. Die Idee der Piratenbewegung, für das freie File-Sharing zu kämpfen, kommt nicht mehr an. Das war nur eine Eintagsfliege. Ich wusste immer, dass sie nicht überleben würde. Die gebe ich zurück. Ich will die Papiere gar nicht haben. Sie müssen sie nicht unterschreiben, aber Sie haben sie rechtskräftig erhalten. Wie passt das denn zusammen? Wie das zusammenpasst? Nun ja, wir zwingen Sie nicht, das zu quittieren. Nein, das können Sie wirklich nicht. Aber nach dem Gesetz wurde Ihnen das hiermit zugestellt. Wer sind Sie? Ich stelle die Vorladungen zu. Kann ich Ihren Ausweis sehen? Ich möchte gerne auch die letzten 4 Buchstaben sehen. Oh, habe ich die Hand davor gehalten? Sie sollten aufhören zu rauchen, das ist nicht gut für die Gesundheit. Merkt man das? Sehr deutlich sogar. Das hier ist auch für mich ein Stress. Wirklich? Ja. Ist es unangenehm, sowas zu tun? Ja. Zahlen Sie gut? Nein. Warum machen Sie es dann? Um einen Job zu haben. Haben Sie Kinder? Ja. Sie sollten sich einen besseren Job suchen. Ja, ich denke darüber nach. War das von Danowski? Ich habe das nur zugeschickt bekommen. Ich habe nicht gelesen, worum es da geht. Sie wissen nicht, woher es kommt? Aus Holland. Ja, ja. Na dann. Alles Gute. Danke, ebenfalls. Das ist ja ein toller Job. Ja, tut mir leid. Mir nicht. Das ist so ein Job ungefähr wie Politesse. Hast du heute früh die Debatte im Fernsehen gesehen? Da war ein junges Mädchen, sie war sehr gut. Sie sagte, es geht nicht darum, dass junge Menschen gerne Verbrechen begehen wollen. Sie haben nur ein anderes Konsumverhalten. Sie wollen bloß Filme und Platten auf diese Weise konsumieren. Und daher ist es schrecklich, sie zu jagen. Der Markt sollte sich stattdessen anpassen. Håll er undan från piraterna! Jag bor i Bangkok och i Laos. Jag är längst i Bangkok. Das Leben ist viel cooler als das Internet.
Das ist in diesem Kreis hier vermutlich ein ziemlich radikaler Standpunkt. Nach dem Ende des Kalten Krieges mussten sie Feinde erfinden, die man nicht töten kann. Terrorismus, Raubkopiererei und Drogen. Wir können feststellen, dass PRQ Kunden hatte, die einige mit Terrorismus, mit Raubkopieren und Drogen in Verbindung bringen wollten. Das kann man nicht wirklich von der Hand weisen. Vermutlich treffen alle für einen bestimmten Kunden zu. Du meinst Gottfried Svartholm-Warg? Er ist Pirat, er ist Junkie. Wenn man mit ihm redet, bekommt man wirklich ein bisschen Angst. Er ist eine Art Taliban. Ich bin aus Kambodscha zurück nach Schweden gekommen. Ich war etwa einen Monat dort. Ich machte mir Sorgen um Gottfrieds Gesundheit. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Er hat nicht ständig Drogen genommen. Also schon hier und da. Vielleicht, wenn etwas wirklich fertig werden musste und sein Job ihn unter Druck setzte. Dann hat er sich Massen von Drogen reingezogen. Ich konnte es nicht ertragen, dem zuzusehen. Ich habe nämlich früher schon Freunde durch Drogen untergehen sehen. Was soll ich sagen? Das ist hart. Man will Freunden nicht dabei zusehen. Man möchte doch, dass es ihnen gut geht. Und dass sie im Leben vorankommen. Peter ist ein blödes, vegetarisches, linkes, hinterhältiges Arschloch. Aber er hat was drauf, weil er bei The Pirate Bay ist, stimmt's? Er gibt die ganzen Interviews. Er ist trotzdem ein Arsch. Er macht das aus ideologischen Instinkten heraus, weil er ein Schlappschwanz ist. Er sollte sich mal selber in den Arsch schauen und sein Leben in die eigene Hand nehmen. Wenn er ein oder zwei Bier getrunken hat, wird er der anstrengendste Mensch der Welt. Das Problem ist, dass er jeden Tag mindestens ein oder zwei Bierchen trinkt. Gibt es da nicht eine Verbindung zu rechten Parteien in Schweden? Karl Lundström, einer der Mitangeklagten. Er war früher mal ein Rechtsextremist. Er hat viel Scheiße gebaut. Aber letztlich hat er eine jüdische Frau geheiratet, mit der er vier Kinder hat. Vor 10 bis 20 Jahren war es vielleicht korrekt, ihn einen Rechtsextremisten zu nennen. Jetzt würde ich das nicht mehr sagen. Wenn Karl Lundström fremdenfeindlich ist, dann bin ich auch verdammt fremdenfeindlich. Jedes Mal, wenn ich verprügelt wurde, jedes Mal, wenn ich bestohlen wurde, dann waren es immer Einwanderer. Und mit Einwanderern meine ich nicht den Finnen in der siebten Generation, sondern die verdammten Kanaken. Was soll ich sagen? Er ist dumm, was solche Sachen betrifft. Er hat nie selber gedacht. Er hat immer nur nachgeplappert, was seine Eltern gesagt haben. Er ist ein alkoholisiertes Rassistenschwein. Aber ich mag ihn trotzdem sehr. Und weißt du was? Alle E-Mails im Pirate Bay-Prozess kommen von Anakata. Anakata, der Sicherheitstyp. Anakata, der verdammt nicht mal seinen Computer verschlüsseln kann. Selbst ich und Peter verschlüsselten unsere E-Mails. Aber Gottfried nicht. Gottfried ist die dümmste Person in der gesamten Geschichte der IT. Bei der Pirate Bay halten wir wirklich eng zusammen. Mein Akku ist leer. Es sind gar keine Kameras hier. Heute ist der letzte Tag. Wie schön. Morgen fahre ich nach Hause.
Aber gemäß dem Zustellungsgesetz sind Sie jetzt trotzdem benachrichtigt. Sie können sie einfach wegwerfen. Landet das hier bei YouTube? Werfen Sie sie weg. Nein, das müssen Sie schon tun. Nein, das kann ich nicht tun. Sie können mich nicht dazu zwingen, die Papiere anzunehmen. Doch, das kann ich. Nach dem Zustellungsgesetz gilt der Brief erst zugestellt. Sie haben ihn fallen gelassen. Ich will schlafen. Hallo. Wenn ich morgen gewinnen sollte, werde ich Sie auf viele Millionen verklagen. Milliarden, mindestens. Wenn die Fantasiebeträge erfinden, können wir das auch. Ich komme am Samstagmorgen in Schweden an. Dann helfe ich mit den Servern für das neue Leaks-Projekt. In der Serverhalle. Alle außer Julian haben ja WikiLeaks verlassen. Außer Anakata vielleicht, denn er ist ja in Julian verliebt. Zum Teufel! Blink doch, wenn du abbiegen willst, du Arsch! Gott verdammt! Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Schön, dich wiederzusehen. Geht's dir gut? Wissen die Leute, was heute für dich auf dem Spiel steht? Nein. Nicht mal deine Frau? Doch, die schon. Ich weiß nicht. Für Frederik ist es leichter. Er muss nur eine Weile nicht nach Hause fahren. Ich will gar nicht nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich zurück soll. Ich habe keine Ahnung. Ich schwanke. Aber ich halte es nicht aus, verurteilt zu werden. Eine Gefängnisstrafe kann ich hinnehmen. Aber warum sollte ich, wenn ich nicht muss? Für dich gibt's auch keinen Grund. Seht euch mal um, warum sollte ich hier nicht 5 Jahre bleiben? Aber man kann doch nicht im Gefängnis sitzen für etwas, das man nicht getan hat. Politisches Exil, darum geht es doch. Ich möchte kein Märtyrer sein. Ich glaube auch nicht, dass ich verurteilt werde. Wir werden sehen. Prost! Hier kommt der Biermann. Besäufst du dich jetzt aus Freude oder aus Trauer? Kann ich dir das in 12 Minuten sagen? Hey, das Internet hat gerade synchronisiert. Ich glaube, das ist ein Omen. Hör auf zu lecken. Werden die Gründer von Pirate Bay heute freigesprochen, wäre das ein Sieg für die Freiheit im Internet. Schau mal, wie entzündet meine Augen da sind. Der Pirat Gottfried Swartholm Waag reichte einen Attest ein. Oder wie es in der Zeitung hieß, Gottfried Swartholm Waag war krank. Wurde entsprechend gesenkt, aber die Schadensersatzforderungen wurden erhöht. Wir sind alle verurteilt worden. Wie bitte? Wir sind alle verurteilt. Kopier den Link. Nein, kopier den Link darunter. Ach, den. Das Berufungsgericht ist der Meinung, dass die drei Angeklagten an dem Unternehmen auf verschiedene Weise mitgearbeitet haben.
Fredrik Ney wird zu 10 Monaten verurteilt, Peter Sunde zu 8 Monaten und Karl Lundström zu 4 Monaten. Und Gottfried? Er ist nicht Teil dieses Falles. Ach ja, stimmt. Von 3,5 auf 5,2 Millionen Euro. Ja, dann haben wir wohl verloren. Verdammte Idioten. Ich rufe meine Mutter an. Hallo, ich wollte nur Bescheid geben, wir haben Haftstrafen bekommen. Aber sie haben die Haftzeiten heruntergesetzt. Ja, aber wir werden in Revision gehen. 8 Monate statt einem Jahr. Ich wollte nur anrufen und das sagen. Mach dir keine Sorgen, ich muss jetzt 59 Seiten lesen. Okay, mach's gut. Verdammte Idioten. Das Netz ist weg. Goddammit. Ja, es geht nicht. Verdammte Windows-Kacke. Jetzt ist es nach 5 Jahren verjährt. Sie können keine internationalen Haftbefehle ausfertigen. Ich kann jetzt hier sitzen und 5 Jahre lang onanieren. Das werde ich auch tun. Willst du 5 Jahre lang wichsen? Am Stück? In Etappen. Dadurch wird das Internet teilweise kriminalisiert. Man drückt dem Ganzen einen Stempel auf. Das Internet, da werden Verbrechen begangen. Schaltet es doch gleich ab. Wir sind nicht mal auf BBC oder CNN. Das irritiert mich. Ich muss wohl damit leben, dass wir nicht mehr wichtig sind. Auf die Bay. Wann kriegen wir wieder Internet? Vielleicht in 2 Stunden, mit etwas Glück. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir wollen heute eines der derzeit brennendsten Themen im Europäischen Parlament diskutieren. Vielen Dank für die Einladung. Ich denke, es ist sehr mutig, mich hierhin einzuladen, denn ich habe die Copyright-Industrie ziemlich lange Zeit genervt. Ich bin der Sprecher von The Pirate Bay. The Pirate Bay ist das größte Peer-to-Peer-File-Sharing-System der Welt. 10-mal so groß wie Napster auf seinem Zenit. Und es wächst noch immer. One, two, three.